Servus Guys, euer Svetter ist back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Damit herzlich willkommen Jungs heute zu einem Real Talk, was ich so zu FIFA 19 mir so vornehme, was zu dieser Zeit alles kommen sollte. Mit dabei ist wieder der gute alte Mule, bei dem ich aufnehmen darf. Heute zu einer gespiegelten Wario-Abfahrt. Ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Gespiegelt nochmal? Nicht? Feierst nicht so? Doch, ich feier's. Nur eine der beliebtesten Maps. Aber wer sind die ja heute schon mal gefahren? 300 mal. Vor allem, da gibt es immer noch Maps, die wir immer noch nicht gefahren sind, glaube ich. Ja, ne, aber es gibt so Maps, die sind irgendwie im Online-Modus direkt. Ja, sind so, oder die werden halt einfach nie gewählt, weil sie unbeliebt sind. Ja, eher so. Das macht schon mal richtig Bock, Jungs. Auf alle Fälle, ab geht's hier zum Thema, Jungs. Wie gesagt, FIFA 19, falls das alles so klappen sollte wie die letzten Jahre, das hoffentlich Hype ist. Was jetzt natürlich schon ziemlich schwer abzusehen ist, ob da jetzt Hype ist oder nicht, weil aktuell geht die Tendenz ziemlich nach unten. EA hat es geschafft, dass der World Cup-Modus nach einer Woche lang eigentlich nicht mehr wirklich so interessant auf YouTube ist. Keine Ahnung, wie sie das hinbekommen haben. Indem sie vielleicht zum Beispiel Dinge außer Acht gelassen haben, wie zum Beispiel, dass man gegen Freunde spielen kann oder so. An sich ist es ein guter Schritt, dass das DLC kostenlos war, aber ich denke mal, FIFA 19 müssen sie einiges ansetzen. Nichtsdestotrotz werde ich mir die heftigste FIFA-Version holen, also für die 100 Euro kostet, wo ich ein paar Packs bekomme, wo ich das Spiel eher bekomme, und dann werde ich versuchen, vor dem eigentlichen Release The Journey zu streamen auf der PS4. Nichts, by the way. Gerne, Bro. Danke, dass ich jetzt doppelt hinten bin. Warum hat der Bumerang jetzt nicht getroffen? Weil er gerade im Shot war. Okay. Schön, dass ich mein Item auch am Ende bekommen habe und du mich jetzt von hinten, wie kann man das Ganze noch formulieren? Wegbumsen. Ja, das war werbefreundlich formuliert. Ja. Da habe ich auf jeden Fall Bock, The Journey zu streamen. Ich habe das Ganze ja manchmal bis 3 Uhr nachts gestreamt mit der Community. In den Fan ist das natürlich möglich. Wenn viele Bundesländer Fan haben, sind auch Leute da, und neben The Journey führe ich manchmal Real Talk. Ich mache, denke ich, halbwegs witzige Kommentare zur Story, weil The Journey, sage ich mal, ist auch teilweise ziemlich cringy gestaltet. Ich weiß nicht, hast du The Journey damals mal angefasst? Ich habe The Journey damals einmal angefasst und ich habe... Wie fandest du die Story? Ich vermisse die überhaupt nicht, weil ich fand diese Story extrem langweilig und unkreativ. Aber das ist so meine Meinung. Ist ja jeden seine Sache. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. FIFA 19 wird ja dann auch der letzte Journey-Teil sein. Und dann, schauen wir mal, was wir so mit Alexander reißen können. Den kriege ich nicht mal, leider. Professionell Zweiter. Professioneller 5. Cover, so kann man auf alle Fälle sauschlecht in die Aufnahme rein. 5 und 6. Kann man das noch irgendwie mit Photoshop so ein bisschen machen, dass dann dort 5 von 12 wenigstens stehen oder so? Oder schlecht Photoshop 5 von 13. so richtig 5 von 40. Ah, da haben wir mal eine große Runde. City, keine Ahnung. Wir nehmen das, was der Community gefällt. Oder TikTok, keine Ahnung. Käseland ist eine schwere Strecke, ist Entertainment. Entertainment. Wir konzentrieren uns ja hier auf Entertainment. Wie man es beim JBW kennt, Entertainment. Genau. Nee, wir konzentrieren uns ja hier übelst auf Entertainment und Information. Ja, und damit soll es auch weitergehen. Ich habe mir vorgenommen, so mindestens 2-3 Videos die Woche dann immer rauszuhauen. Ist natürlich schwierig, weil ich bin im Abitur und du persönlich hast ja auch dann deine BLF. Ist ja auch wichtig, 10. Klasse, zur Qualifikation für die Oberstufe. Ja, das wird lustig. Ja, das wird lustig. Und nein, ich bin nicht die Mittelschule. Nein, er ist nicht die Oberschule, wir müssen das ja ordentlich formulieren, sondern er ist Gymnasiast. Oberschule, ja. Nee, ich mag das nicht. Ich find diesen Begriff Oberschule so ein bisschen... Hochnäsige Zicke. Genau. Ungefähr, genau das beschreibt eigentlich den Begriff Oberschule. Hochnäsige Zicke. Ich fand den Begriff Realschule schon echt... Ja, Real Schule. Da reden wir endlich mal Real Talk, Alter. Man kennt's einfach. Ja, und dann werde ich einfach mal schauen. Ich denke, ich wäre... So immer noch dasselbe hochladen, von der Art und Weise her, mit hoffentlich besserer Qualität, wenn die gute alte DHL mein Paket zustellen möchte, wo mein Mikrofon drin ist. Und wenn ich der neue Cutter werde. Wenn ich dann mein Geld verdiene, würde der neue Cutter was Cutter. Aber ich glaube, nach der Aktion wäre ich dann nicht mehr Cutter. Jetzt! Let's go! Nein! Das Ding ist, die Aktion hat jetzt nicht so viel gebracht, weil ich mich sehr schwarz hinter dir. Außerdem jetzt eine fette Blume rein, Alter. Wenn die eine so abgeprallt hätte, dass es dich wenigstens getroffen hätte, deine Körper. Nein, ist natürlich nicht.
Boah, und sonst möchte ich mich skilltechnisch im FIFA 19 ein bisschen mehr verbessern. Besser ja, das Gameplay. Und vor allem MK8. Und MK8. Nicht so schlecht ist. Ey! Hier, man sieht's, wie schlecht er spielt in diesem fucking Aufbau. Man sieht's einfach. Und vielleicht kann ich mich ja mal für das ein oder andere FIFA-YouTuber-Turnier qualifizieren, trotz meines, ja, doch schon ziemlich teilweise harten Contents, den ich bringe, wird vielleicht den ein oder anderen FIFA-YouTuber nicht passen, aber ich verstehe mich jetzt deswegen nicht, weil jeder hat einen YouTube-Kanal, der bringt ja das, was er bringen möchte. Und ich sag's mal so, kein YouTuber gefällt jedem. Muss ich auch nicht. Ich könnte noch wieder mehr Videos machen. Oh, Magie. aber das aber ist ich eher so an deiner Stelle eher so Semi-Wieder-Upload-Pläne ankündigen. Ja, ich hatte mal Upload-Pläne angekündigt, die habe ich dann ungefähr eine Woche angehalten. Aber das Let's Play, muss man sagen, was nie so gut gelaufen ist, habe ich relativ aktiv gemacht. Hast du eigentlich bis zum Schluss gebracht? Nee. Das ist wie damals mit der einen Serie. Aber ich bin erster Platz. Das gibt Pluspunkte. Das könnte dann deine Abonnenten dann damit wieder verzeihen. Genau. Welche Abonnenten? Wie viel hast du auf Abge? Ich hatte 50. Ja, hat er schon durchgeschlagen. Das ist schon gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die ersten 50 sind die schwersten. Ne, die ersten 100. Die ersten 100 sind die schwersten, weil wie man bei Sweater sieht, der geht jetzt eh mit Raketen in den Himmel. Hoffen wir es mal. Ja, vielleicht nehme ich auch mal mit dem einen oder anderen FIFA-YouTuber auf, da ist was geplant, denke ich. Das Wetter steht schon auf Wolke 7 und das, obwohl er noch gar kein Geld verdient. Jawohl. Ich verdiene halt echt nichts. Vielleicht erst so. Jammerschade. Jammerschade, das beschreibt es eigentlich halt eben ganz gut. Ja. Mensch, das wäre ein schönes Zusatztaschengeld gewesen. Das Schöne ist, man kann auch immer so ungefähr der Zeit sehen, wie viele Runden wir schon gemacht haben, weil ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber ungefähr ab so 16 Minuten haben wir... Wir haben jetzt so die zweite Runde. Ja, ungefähr ab 16 Minuten sind 4 Runden rum, weil wir immer den Grand Prix Cup machen von Online Games. Man kennt's. 150er Sonnenflughafen, ja. Wir machen den Random Cup. Man kennt's online. Ja. Schreibt jetzt auf alle Fälle mal gerne, habe ich das in dem einen Part gesagt, nein, schreibt auf alle Fälle mal gerne in die Kommentare, welches MK, also welches Mario Kart ihr so gespielt habt, gibt es jetzt schon seit 1900 irgendwas. Und welches ihr am liebsten gespielt habt. Welches ihr am liebsten auf jeden Fall. Meins ist ja personally, fuck my life. Meins ist ja eher so der Wii-Teil. Der normale Wii-Teil, der war geil. Der war extrem cool. Die anderen Teile fand ich jetzt ganz so... Naja, aber Wii war schon... Wann hast du angefangen? Ab Wii tatsächlich. Achso, ich hatte schon Mario Kart normalen DS. Na, der DS habe ich auch. War DS vor Wii? Ja, DS war vor Wii. Echt? Ja. Ja, dann... Ich habe mit DS angefangen und habe aber Wii den meisten... 11. Platz, das war wieder mal komplett. Ja, Wii war am Geist. Obwohl ich wahrscheinlich auch DS mehr gefeiert hätte, wenn ich Freunde gehabt hätte. Aber... So, alle Leute, die mit mir zu tun haben, eigentlich kleine Freunde, deswegen hängen sie ja mit mir ab. Eigentlich ist es so Selbstdiss, aber auch Diss an dich. Irgendwie ist es Selbstdiss, aber es ist nicht nur Diss an mich, sondern auch vielleicht an Mysterium, den ich ja auch schon gefrontet habe im letzten Mal. Der braucht das aber auch. Der braucht das, auf jeden Fall. Ich bin gerne gefrontet und meine Freunde, dann ist er... Dann war es das aber komplett. Danke, by the way, dann die Rote. Gerne, Bro. Kuss geht raus. Pornografischer Inhalt. Vom Sweater Kuss zu kriegen ist das natürlich legendär. Pornografischer Inhalt? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich habe ja das Glück, dass er immer mal zu mir kommen kann, dass er mir einen Kuss geben kann, aber ich leider nicht. Ist so gay. So, jetzt haben wir erstmal die Gay-Fanfic. Schreibt mal gerne so eine Fanfic, ich weiß gar nicht, auf welcher Seite ich das immer mache. Ich glaube, da gibt es sogar eine einzelne Seite. Ja. Ich finde das irgendwie krass, was da manche Leute so reinschreiben. German Fanfics. Ja, ich finde das irgendwie schon ein bisschen krass, aber wenn es Leuten gefällt, dann sollte das gefallen. Ne? Die konnte sowas wie mit langsamer Arschfick und so, ne? Ja, Fanfic fand ich schon so ein bisschen komisch, aber ist halt so eine ganz eigene Szene geworden. Ja, ich bin natürlich ja immer ganz komisch. Also du hättest ja schon gerne Fanfic von mir selbst und ein paar Videocharakteren, oder? Also komm schon, das ist so der Dream von jedem Gamer, Alter. Ich weiß gar nicht, was los ist bei dir. Jo, ich bin auf alle Fälle so ein Hardcore-Gamer. Oder vielleicht bist du so der
lieber so eine Fanfic mit einer echt geilen Meinungsbloggerin. Mit einer, stimmt, gibt es eigentlich eine Meinungsbloggerin? Um Leute, Fanfic. Sucht eine Meinungsbloggerin und schreibt eine Fanfic. Mit Sweater. Mit Sweater. Mein Mii habt ihr ja als Vorlage so ungefähr. Nein, ich bin... Was? Wie viel da ist da? Oh. Ich würde mal sagen, Ulle, wenn wir für dich aufnehmen würden, wäre das jetzt ein gediegener Cut sein. Dann wäre das jetzt ein Photoshop. Denn dann wäre ich jetzt schon wieder Erster, ne? Das ist, ja, ich bin Hallo, die 1 war ja schon da. Ja, wird's ja wegrutschieren an der Stelle. Ja. Und ja, Grüße gehen raus. Kommen wir eigentlich mal wieder back to the topic jetzt in der letzten Runde. Ich möchte bei meinem Content bleiben, wie gesagt, aktiv bleiben, wie gesagt, und einfach mal. Ich möchte bei meinem Content bleiben, aktiv bleiben, okay. Ja, ist also. Legend, ja. Also, dann schauen, wie wir uns so in der FIFA-Szene entwickeln, ob wir uns ein bisschen hocharbeiten können, ob wir vielleicht ein akzeptierter Kanal, also ich bin ja schon bei manchen Leuten akzeptiert, aber bei vielen noch nicht, aufgrund meiner Abozahl wahrscheinlich noch nicht angekommen. Bin ich mal gespannt, ob wir eines Tages mal sowas erreichen können wie FIFA Germany, die waren ja mal relativ relevant, jetzt glücklicherweise nicht mehr. Und ich muss aber auch gerade tatsächlich einen Shoutout an Sweater geben, weil wenn ich jetzt jemand gewesen wäre aus der FIFA-Szene, ich glaube, ich hätte nicht so lange durchgehalten und wäre noch in der FIFA-Szene geblieben, weil jetzt, wo alles so komplett raus ist, weiß ich nicht, hätte ich glaube keinen Bock mehr auf FIFA, wie ich es sowieso noch habe, aber ja, wenn ich vorher Bock gehabt hätte, das ist schon geil. Ja, weil es gab ja auch andere gute Möglichkeiten, wo man hinwechseln könnte, Fortnite, sage ich mal. Oh, nee, bitte ne. Aber, ja, da kann ich einfach nur einen kurzen Front raushauen. Wenn man eine 3 Minuten Fortnite-Analyse macht, muss jeder selber wissen, wem das gefällt und wem nicht. Meinst du das jetzt nicht so, was zu machen und die YouTuber immer wieder nach selben Kriterien zu bewerten und zu sagen, ist das ein Ehrenmann oder ist das kein Ehrenmann? Nee, jetzt hast du es aber schon offenbart, was du hier meinst. Ja. Also das finde ich jetzt mal nicht so korrekt, dass du ja einfach so frontest in einem Mario Kart Video, wo ich dabei bin, ich will damit nichts zu tun haben. Ich werde dazu gezwungen. Deine Hände sollen sauber bleiben. Ich werde dazu gezwungen, Leute. Weißt du, er ist nur bei mir, weil ich eine coole Switch habe, die er sich nie leisten kann. Ja, nett. Ich meine, er kann sich schon mal weniger ein Mikro leisten. Ne? Selbst das, was er von mir bekommt, dann... Muss er die Kabelsalat von mir gemanagt? Hey, nein, die Kabel habe ich selber mitgebracht. Soweit. Ja, aber den Kabelsalat musst du von mir gemanagt kriegen, also. Und den musstest du dann wiederum von einem YouTube-Video gemanagt kriegen. Das war sie nochmal komplette Technik. Das war sie ja komplett, ja. Schreibt. Achso, jetzt ist ein bisschen zu spät. Wir müssen uns auch einfach noch einen Clickbait-Titel ausdenken. Fanfiction mit Meinungsblogger. Genau. Und auf Thumbnail KuchenTV und JF. So retuschiert auf solche Bodybuilder-Körper. Nee, ich will eine geile Frau haben. Ah, such eine Meinungsbloggerin, wie gesagt. Dann ich bin noch Single, also falls jemand Bock hat, so krass einen Fan von mir zu kriegen, vielleicht. Vielleicht, aber nur, wenn ihr ganz lieb fragt. Ja, wenn ihr mir kostenlos auf Twitter folgt. Weil nur der nette Mule kann das eigentlich bekommen. Da kriegt die Leute, der sich einen Kussi kriegt. Aber Leute, wenn ihr ganz lieb fragt, kriegt ihr vielleicht auch einen Kussi. Der Part ist ja nicht dein Arsch. Der Part ist pornös, würde ich sagen. Also den werde ich auf jeden Fall ab 18 schaden. Ja, auf jeden Fall. Um noch wenig Aufrufe zu generieren, ja. Als ich gerade eben schon sowieso kriege. Ja, und vor allem wahrscheinlich ein Mario-Karte. Ach, ja klar. Gönn dir halt, ne, mit deiner Pflanze, Klinger. Hey! Schrei mal hier nicht so rum, ja, wir sind so werbefreundlich. Ich feiere aber diese Werbung im Fernsehen, wo die so übelst rumschreien und die kenne ich halt nur dadurch, dass wenn ich vom Fernseher einschlafe, ist ziemlich aufweckt. Also falls jetzt jemand eingeschlafen ist, habe ich wahrscheinlich wieder aufgelegt. Ja, wir machen ja keine ASMR-Videos. Ah, ASMR, ja. So Jungs, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, dieses pornöse Video. Ja, er hofft es natürlich nicht, weil dann können wir nicht mehr bei ihm aufnehmen, beziehungsweise... Nee, weil ich in der Innenrunde öfter geworden bin. Achso. Ja, ich hoffe, das ist... Das ist schon ein guter Video Grund. Sollte nicht so viele Klicks kriegen, ansonsten würden ja ganz viele Leute sehen, dass ich öfter war. Das wird ja nicht gut für mich. Wenn euch das gefallen hat, dass ihr Mario Kart 8 gebracht habt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt weitere Challenges in die Kommentare. Euer Sweater ist raus. Kostenloses Abo wäre Babo. Macht's gut. Oh shit, der Reim. Ciao.
dance when the bass hit. Dab on a spaceship. Me and all my mother.